Hallöchen zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir die Benz Nordwest Mecklenburg in der Version 1.0. Link wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Lest euch mal das auf der Download-Seite durch. Die Map wurde wohl zum ersten Mal im LS13 gespielt und ist jetzt soweit, dass der Motor gesagt hat, er stellt sie jetzt online. So habe ich es zumindest verstanden. Wenn nicht, dann sorry dafür, aber lest euch einfach mal den Text durch, dann wisst ihr da ein bisschen mehr bezüglich der Map. Ihr braucht keinen extra Mod dafür. Er sieht zumindest so aus. Wobei, manchmal könnte ich meinen, da fällt irgendwas. Aber okay, gut, vielleicht ist es aber bloß meine Vermutung, aber gut, okay. Also die Map ist ziemlich groß. Ist immerhin 1,5 GB an Download. Gut, geht heutzutage relativ zügig, zumindest bei den meisten. Echt eine schöne Karte geworden, muss man sagen. Allerdings ziemlich große Felder, das muss man einfach mal so sagen. Das sind richtig fette Felder. Fangen wir mal irgendwo einfach richtig mal an. Wir haben hier ein paar Höfe bzw. ein paar Flächen. Wir zoomen jetzt einfach mal hier rein. Ihr seht selber hier, na, da habt ihr richtig was zu tun hier. Zum Beispiel Feld 61 oder Feld 54, ne? Da geht richtig der Punk ab hier. Immer wieder zwischen Wald und Straßen, Wiesen und so weiter. Also Forststand könnt ihr auch betreiben, ne? Ihr seht ja selber, da habt ihr richtig was zu tun hier. Und vor allem auch Fahrtstrecke mäßig geht auch ordentlich was, ne? Also Respekt mal davor vom Machen. Fangen wir einfach am besten jetzt hier oben mal an. Hier oben ist jetzt erstmal gar nichts, zumindest jetzt Stand jetzt. Hier haben wir dann die Milchsammelstelle als Verkaufspunkt. Hier haben wir die Tankstelle. Hier oben ist nichts mehr. Hier unten haben wir dann noch eine Biogasanlage. Hier steckt übrigens auch der Hof drin. Da stecken insgesamt drei Indoor-Kuhställe drin, der aber gesammelt, also ein Kaufpunkt oder Ablagepunkt, Abgabepunkt von Kühen für drei Ställe Indoor. Na, keine Weide, sondern Indoor-Stelle. Hier habt ihr dann noch eine Verkaufsstelle, Silage, Bintech, und hier habt ihr noch einen großen Treibstofftank. Hier drüben steckt nur ein ATR Landhandel. Hier ist nichts mehr. Hier haben wir dann noch den Geravis Landhandel und dann haben wir nochmal die Platte hier. Und hier habt ihr dann noch den Navarro Händler. Und ja, was soll ich sagen? Das war es aber auch schon wieder. Produktionen sind keine drauf. Ich denke, könnt ihr dann auch selber drauf klatschen. Platz dazu gibt es auf jeden Fall genug. Hier kommen die Früchte ein bisschen weniger vor wie sonst. Zumindest jetzt meines Erachtens. Es wurde wahrscheinlich manches rausgestrichen hier. Sieht zumindest so aus. Dann haben wir auch Startfahrzeuge. Zu dem kommen wir mal gleich. Verkaufsstellen seht ihr hier. Ich meine, ja, ne, manche Sachen. Na, es gibt jetzt nicht so viel Verkaufsstellen hier. Aber ein gewisser Stand, ne, Produktion haben wir ja keine drin. Deshalb, ja, von dem her, ja, Kühe habe ich gekauft. Brauche eine ganz normale Sache hier. Das ist alles normal geblieben, ne. Und Aufträge gibt es auf der Map auch dementsprechend recht viel Geld dafür, weil das recht große Felder sind. Und da würde ich sagen, gehen wir mal kurz zu dem Standard-Fuhrpark. Da haben wir mittelgroße Traktoren, drei Stück am Start. Bei Großsaturn haben wir einen 2-Mähdrescher. Dann haben wir hier vier Anhänger am Start. Einen Überladewagen bekommen wir hier auch schon wieder zu. Dann haben wir zwei Schneidwerke. Dann haben wir einen großen Grupper. Dann haben wir hier eine große Saatmaschine mit 6 Meter. Ja gut, okay, 6 Meter. Dann haben wir hier eine Walze. Dann haben wir hier eine Spritze. Düngestreuer haben wir auch am Start. Transport. Zwei Transportwägen für die Schneidwäge und dann dazu noch ein Glasgewicht. So, mehr gibt es nicht dazu und was ich natürlich jetzt auch schon wieder vergessen habe, kleine Sekunde. Die Map braucht ein bisschen beim Laden, ist ein bisschen groß, aber es ist okay. Für 1,5 GB, ja. Zum Start gehört euch dieses ganze Ding hier schon, samt den Hof hier, die Felder hier, 53, 55, 48 und die 16, hier die 32, das scheint wohl ein bisschen Waldbereich zu sein, genau. Und ja, was kosten die Felder? Gucken wir mal rein. Na, ich würde sagen, jo, das sind schon mal gute Preise, sind aber auch große Felder. Ne? Also hier die kleineren,
Na, zum Beispiel die 17 hier, 66.000. Ihr könnt ja schon ein paar kleine Felder kaufen, das ist kein Problem, die sind ja unter 100.000 wert, ne? Aber sobald es ein bisschen größer geht, da müsst ihr dann schon ein bisschen Geld hinlegen dafür, ne? Ihr seht es ja selber gerade eben. Dauert ein bisschen, ein paar Sekunden, bis es geladen ist, alles. Ich bin jetzt auch schon zweimal die Map abgeflogen, dass der Shader voll ist. Ja. Von dem her liegt wahrscheinlich auch daran, einfach an der Größe dann des Ganzen. So. Also, gehen wir zurück. Hier der Hof. Na, ihr habt jetzt hier Silo 1, 2 und 3 Silos. Ein Güllebecken, hier habt ihr noch so auch das ja, Güllebecken oder Wasserbecken, je nachdem. Na, Güllebecken hier, nochmal ein Güllebecken da. Das könnt ihr hier als Waschplatz verwenden, steht allerdings nichts dabei hier. Genauso die Fläche hier könnt ihr auch was lagern. Hier, das sind schon mal die Kuhfläche, ja. Die Stillfläche für Kauffläche für die ersten Kühe hier. Das, da passen insgesamt 500 Kühe rein, betrifft aber scheinbar die ganzen drei Ställe hier hinter Zoos. Na? Da schwebt übrigens noch ein bisschen was rum. Das habe ich aber auch schon gelesen gehabt, dass ein paar Sachen drin rumschweben. Und ja, so. Gehen wir rein. Hier die Ställe sind also als Indoor-Ställe. Na? Hier habt ihr auch eine Verbindungsstrang. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ja, egal. Wie gesagt, 500 Stück in drei Ställen, Indoor. Die Ställe sind auch schön gemacht. Passt soweit. Ne? Also wie gesagt, die drei Ställe hier mit Verbindungs, ja, Mischplatz vermutlich. Güllebecken hier. Hier drin steckt dann noch die BGA hier. Ne? Hier hinter. Habt ihr alle Unterstellmöglichkeiten hier. Habt ihr noch ein bisschen Platz hier. Kuhstelle und hier dieser Kuhstall, da kann ich leider nicht rein. Es sind aber keine Kühe drin. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Funktioniert dieser Stall momentan noch nicht. Die Türen gehen auch nicht auf. Warum auch immer. Ich kann auch nirgends hier Kühe kaufen. Na? Hier ist zwar so eine Art Verbindungstunnel da, aber reinkomme ich auf jeden Fall in den Stall jetzt erstmal noch nicht. Warum auch immer. So, wie gesagt, das ist der Hof hier, da habt ihr auch noch Fläche zum was hinstellen. Wenn euch das immer noch zu klein ist, habt ihr immer noch hier eine Riesenfläche ums Haus rum. Ja, also von dem her ist das doch eine feine Sache hier. Hier nochmal den Hof von oben, die BGA hier. Passt. Genau. Ja, hier haben wir noch eine kleine Stadt hier nebendran. Sind aber jetzt meines Wissens hier keine Weiden oder sonst irgendwas. Sind einfach alles reine Dekoration. Ne? Trotzdem alles schön gemacht hier. Mit viel Dekoration und so weiter. Hier habt ihr noch so ein Hofgelände. Und das sieht so aus, als würde hier fast noch irgendwas fehlen. Aber vielleicht meine ich das auch bloß, ne? Die Fläche hier. Aber gut. Es stand nichts dabei zum Runterladen, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es soweit auch passt, was ich hier sage. Ihr braucht nichts runterladen, aber hier können wir glatt meinen, dass aber es fällt. Aber gut, vielleicht muss es ja auch so sein. Ja. Ja, gehen wir mal hier noch ein bisschen die Map durch hier. Ja, so kleine Gräben gibt es hier. Gehen wir hier mal weiter. Auch hier wieder Feldwege am Start. Hier, ne? Würde ich sagen, aber das passt auch alles. Hier noch ein kleiner See. Dann hier immer teilweise noch kleine Wälder hier zwischendrin. Also Forst kommt hier auch nicht zu kurz. Die habt ihr immer mal wieder hier. Hier habt ihr auch Stellmöglichkeiten. Aber wie gesagt, das sind alles keine Ställe, soweit ich gesehen habe. Ne? Toll wäre es natürlich, klar. Aber ja. Und ihr seht selber, hier fällt 22. Na, das ist natürlich schon ein riesiger Problem. Hier ist der große Hof links von uns. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein bisschen Gas drauf. So, jetzt ein bisschen vorwärts kommen hier. Na, hier noch die Stadt praktisch. Tankstelle. Hier ist dann auch schon der Fahrzeughändler am Start.
Hier noch eine Kauf- bzw. Verkaufsstation hier. Hier noch so ein Gelände, ne? Und halt sehr, sehr große Weiden. Ne? Jetzt setzt das aber hier. Wieder immer so kleine Höfe hier. Auch vielleicht was von Multiplayer hier sozusagen gedacht. Können Sie auch Multiplayer-Spieler austoben hier. Hier sind auch schon die Map-Grenze da hinten. Da gibt es auch Feldwege. Ne? Genug Möglichkeiten hier euch auszutoben. Für mich selber, so wären das jetzt die Felder schon deutlich zu groß. Aber es gibt ja genug von euch, die so große Felder mögt. Dann habt ihr hier genau das Richtige, wenn euch das gefallen tut. Wenn ihr irgendwas findet an Fehler, es gibt auch auf der Download-Seite selber gibt es auch noch einen Link für den Discord vom Modder-Team. Ja, da könnt ihr dann auch eure Fragen loswerden zur Not, wenn es noch Probleme geben sollte. Wir haben hier aber auch auf der Map ein paar Fehler drinne. Was genau die heißen, kann ich allerdings euch auch nicht sagen. Ihr seht ja hier selber, warum auch immer. Ne? Aber trotzdem wirklich eine schöne Map eigentlich. Muss man schon sagen. Auch wieder mit großen, weiten Wegen. Ne, da habt ihr richtig was zu tun. Upsala. Hier in Mapgrenze auch. Alles. Hier, wenn ihr diese Felder hier mäht, da habt ihr ein paar Stunden zu tun, würde ich mal behaupten. Also für ein paar, für eine halbe Stunde, das wird niemals in 100 Kalle Winter hier ausreichen. Es gibt zwar ein paar kleine Felder hier, klar, aber zum Beispiel jetzt wie das da hat, zum Beispiel ist jetzt vielleicht ein kleineres Feld hier, aber oder das hier, das Stückchen hier, oder vielleicht aber auch, ja gut, das ist schon ein bisschen größer, vielleicht aber auch das Feld hier. Ist jetzt auch ein bisschen kleiner wie die anderen, aber trotzdem, ihr braucht einfach die Zeit hier. Aber es gibt genug von euch, die auf sowas stehen hier. Von der Fläche, von der Größe hier allgemein. Wie gesagt, ich finde es nicht schlecht vom Angelegten, vom Ding, vom Ganzen her, dass man auf dieser Map nur noch Zeit hat, solche Dekorationen reinzuklatschen und nicht reinzulassen, reinzubauen. Dass es immer noch schön aussieht, weil viele Maps sind halt groß, fett und aber haben halt absolut keine Dekoration dabei. Ne? Ich glaube, das sage ich ja bei den meisten Vorstellungen hier. Ja, da könnt ihr euch echt austoben hier. Da habt ihr echt was zu tun, auf jeden Fall. Für die, die das mögen, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, ihr wisst ja. Und ja, ich denke, das meiste habe ich euch gezeigt, weil viel zeigen kann ich euch nicht. Außer viele, viele Wege. Ja. Dann auch hier die Stromleitungen drüber. Hier noch ein kleines Gehöft hier. Also von dem her, ja. Die Bahnlinie auch hier am Start. Ja, dann würde ich sagen, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann Däumchen oder Abo dalassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn man uns beim nächsten Mal wieder sieht hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.